Hallöchen ihr Lieben, ich habe heute endlich mal wieder ein Video für euch und zwar einen Haul, einen Fashion Haul. Ich war nämlich shoppen und ich habe so dezent übertrieben und zwar war ich bei Primark und ich habe tatsächlich schon Ewigkeiten nicht mehr so viel Kram bei Primark gekauft. Gerade Klamotten habe ich irgendwie schon ewig nicht mehr da gekauft. Aber ja, ich war irgendwie in Shop-Stimmung, dementsprechend ja, ist das Ganze so ein bisschen ausgeartet. Und ja, fange ich auch sofort an. Ich habe mir, glaube ich, hauptsächlich Pullover gekauft. Einmal dieser hier, den fand ich irgendwie super schön. Da ist eben einfach hier oben so ein Kragen eingenäht. Und unten guckt eben auch so eine Fake-Bluse raus. Ich mochte die Farbe irgendwie sehr gerne. Und ja, im Winter kann man natürlich nie genug Pullover haben. Der Pulli hat 18 Euro gekostet, habe ich mir allerdings auch etwas größer geholt. Also ich habe es jetzt in der 40 genommen, einfach weil ich das ja ganz gerne mag, wenn die Pullis so ein bisschen länger sind und nicht ganz so eng. Dann habe ich mir noch ein Pullover geholt, natürlich in meiner absoluten Lieblingsfarbe und zwar ist das Grau. Das ist einfach ein hellgrauer Pulli, relativ weit geschnitten, hinten etwas länger als vorne. Und der Pulli hat einen relativ tiefen Rückenausschnitt und hier eben noch so ein Band, wenn man das so nennen kann. Fand ich sehr, sehr schön. Der hat 16 Euro gekostet. Habe ich in der Größe 38-40 geholt, weil ich es, wie gesagt, lieber mag, wenn die Pullis so ein bisschen lockerer sind. Und dann habe ich eine Hose gekauft. Ich glaube fast, ich habe noch nie eine Hose bei Primark gekauft. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Und ja, ich hatte ja eine Lieblingshose von Gina Tricot. Die ist mir allerdings kaputt gegangen nach, keine Ahnung, 3-4 Jahren. Aber die habe ich wirklich super, super oft getragen. Es war einfach eine High-Waist-Jeans und zwar eine schwarze. Und ich habe jetzt keine mehr gefunden, die ja so schön war wie meine damalige Lieblingshose. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal eine bei Primark geholt. Die hat nämlich nur 11 Euro gekostet. Ja, ist einfach eine schwarze High-Waist-Skinny-Jeans. Also nichts Besonderes. Ich dachte, für 11 Euro kann ich es ja mal probieren. Als nächstes habe ich eine Bluse gekauft. Die habe ich eigentlich nur geholt, um die unter Pullover drunter zu ziehen. Dementsprechend, ja, wäre mir das jetzt nicht so wichtig, ob die durchsichtig ist oder nicht. Die ist wie alle Blusen bei Primark oder allgemein relativ durchsichtig. Aber da ich die sowieso unter Pullis drunter tragen möchte, ist das ja sowieso unrelevant. Ich fand die aber ganz hübsch. Die habe ich auch wieder Größe geholt und zwar in der Größe 40. Ja, weil die natürlich lang genug sein muss, dass die auch unten unterm Pulli rausguckt. Sonst bräuchte ich die auch nicht drunter ziehen. Dann habe ich auch noch Schuhe gekauft und zwar sehen die so aus. Ich wollte einfach ganz gerne Winterschuhe haben. Ich weiß, Primark-Schuhe sind vermutlich nicht so die beste Qualität. Aber ich muss sagen, ich bin einfach zu geizig, viel Geld für Schuhe auszugeben. Und Winterschuhe sind einfach so, so teuer. Und selbst bei Primark haben die 23 Euro gekostet. Ich muss sowieso sagen, ich war ja auch jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr so im Primark und wenn, dann bin ich eigentlich immer nur in die Home-Abteilung gegangen. Und ja, ich finde, die Preise sind ganz schön gestiegen bei Primark. Ich hatte die auf jeden Fall günstiger in Erinnerung. Dann habe ich noch einen grauen Pullover geholt, irgendwie alle Strickpullover, auch einfach ein helles Grau, auch relativ locker und der hat hier an der Schulter noch so ein Zopfmuster. Fand ich ganz süß, auch gerade mit einer weißen Bluse drunter. Ich mag zurzeit einfach sehr gerne so schlichte Strickpullis. Und dann natürlich noch ein Strickpullover. Diesmal allerdings nicht in Grau, sondern in so einem Rosé. Der ist wirklich super, super schlicht. Also da ist nichts Besonderes dran. Der ist auch hinten etwas länger als vorne. Und ansonsten ein ganz normaler Strickpulli. Ich fand einfach die Farbe sehr, sehr hübsch und ich habe nicht viel in so einer rosanen Farbe, deswegen dachte ich mir, ja, nehme ich den mal mit. Der hat 9 Euro gekostet. Der Pulli davor hat übrigens, weiß man nicht, wie viel Euro gekostet. Da hängt leider kein Schild mehr dran.
Ich schätze mal auch zwischen 9 und 14 Euro. Dann habe ich auch noch eine Decke gekauft. Ich bin absolut deckensüchtig, ganz, ganz schlimm. In Grau. Ich glaube, manche Leute nervt es schon. Ich kaufe alles grundsätzlich in Grau oder Weiß, weil ich das einfach sehr, sehr gerne mag. Und ja, das ist einfach so eine kuschelige Decke. Da wollte ich noch so ein bisschen was mit anstellen. Vielleicht seht ihr das in dem ein oder anderen Video. Und die hat 8 Euro gekostet. Das fand ich sehr gut für so eine kuschelige Decke. Und deswegen habe ich die auch mitgenommen. Und dann habe ich auch noch eine Art Lichterkette gekauft. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das jetzt erkennen könnt. Das sind einfach so kleine Glühbirnen. Und tada, sie leuchten auch. Ja, ich habe so eine Lichterkette immer auf Pinterest gesehen und ich fand die super, super cool. Ich glaube, letztes Jahr habe ich die auch bei Depot gesehen. Die waren aber relativ teuer und die hat jetzt nur 8 Euro gekostet. Deswegen musste ich die natürlich auch mitnehmen. Und dann habe ich noch ein Teil gekauft. Das ist allerdings ein Geschenk für meine kleine Schwester. Also, falls du dieses Video schauen solltest, schalte es jetzt bitte ab, weil sonst ist die ganze Überraschung dahin und du weißt bereits, wie dein Geschenk aussieht. Also, Tami, Video jetzt abschalten, bitte. So, und für alle anderen, die jetzt noch da sind, ich habe diese super süße Tasse hier gekauft. Meine Schwester hat mir erzählt, dass ihre Tasse, ja, so langsam den Geist aufgibt und ich fand die einfach so süß. Ich glaube, man kann es gar nicht sehen, aber die hat auch so einen schwarz-weiß gestreiften Henkel. Ist ein Pinguin, ist relativ groß und hat 5 Euro gekostet. Fand ich super, super, super cool. Dementsprechend habe ich die mitgenommen. Und das waren dann auch schon alle Teile. Also wirklich für meine Verhältnisse super, super, super viel. Und wenn ihr das Ganze zusammenrechnet, dann wisst ihr auch, ich habe eindeutig viel zu viel Geld bei Primark ausgegeben. Aber kommt ja glücklicherweise bei mir nicht allzu oft vor. Dann hoffe ich natürlich wie immer sehr, dass das Video euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!